Okay, ein neues Dino, Passifalosaurus, ist bei diesen Gegner aufgetaucht. Mal sehen, was das für ein Dino ist. Es hat irgendwie Fragezeichen, das habe ich schon davor mal gesehen. Nicht schlecht, brauche eine entscheidende Aktion. Hä? Hat er nicht gerade gesagt, er braucht einen Sturzflugstoß? Oh, das sah so über... Hey, ich weiß, was du dass du tust. Was? Du elender fliegender Kopfstoß. Mein Headbutt... Er hat mir gerade ein Headbutt verpasst. Okay. Na verdammt! Ja, das kenne ich ja schon, dass sie... Hä? Ist er anders? Oh, scheiße, ich habe... Ja, du hältst deinen Kurs, zu viel. Sorry, aber der Sieg ist mein. Mission gescheitert, vergib mir, Meister Seth. Puh, das war nicht ohne. Die Alpha-Gang sieht uns jetzt bestimmt eine echte Bedrohung. Hast du gesehen, dass der Dino ein Passifalosaurus war? Ja, das ist ein ziemlich seltenes Exemplar. Ein Passifalosaurus. Ja, Mike, ich glaub's, wir sehen irgendwann nochmal ein. Weiß nicht, Max, aber ich will's doch hoffen. Aber ab... ja. Ja, diese glorreiche Musik könnte jetzt langsam... Langsam regt mich dieses Spiel komplett auf, weil es kommt immer irgendwas dazwischen, wenn ich reden will. Okay. Langsam habe ich auch keine Lust mehr auf dieses Spiel, weil es immer das Gleiche, immer. Es hat keine Abwechslung mehr. Ich bin wenigstens bald mit diesem Spiel fertig und danach nie wieder mehr, nie wieder Dinosaur King, nie wieder. Ach, Mann. Ach, Mann. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Bereit gegen Seth zu kämpfen? Nein. Erstmal ein bisschen heilen. Boah, ich habe so keinen Bock mehr. Immer wieder das Gleiche. Das nach einiger Zeit geht es einmal auf den Piss. Komm, heil schneller. Ich weiß, Leute. Speichern. Okay, wir haben bisher 62 Dinos gesehen. Wie viele Dinos gibt es, weiß ich nicht. Bereit gegen Seth zu kämpfen? Ja. Hm, nicht schlecht. Ich hätte nie gedacht, dass ein Kind wie du Ursula besiegen und es bisher schaffen würde. Hm, irgendwie scheint es, als seist du anders als die anderen. Hm, und ich kann sehen, dass du nicht bloß ein dummes Kind bist. Wenn du gewinnst, gehört das Steinfragment dir, aber das ist unwahrscheinlich. Mal sehen, was du kannst. Zeig mir, was du drauf hast. Spinosaurus, hier wäre wohl etwas besser, hm? Irritator, din. Ist mir keine Wahl, ich nehme es mit dir auf. Was heißt das? Ich nichts wissen, ich nichts verstehen. Er hat nur ein Dino? Er hat nur ein fucking Dino? Okay. Wie gefällt dir diese Aktion? Welche? Widerstein?
Ich wusste es. Hackenliebe, okay. Dieses Mal kriege ich dich mit einer anderen Aktion. Okay. Das wird nichts bringen. Das wird nichts bringen. Fluss der Unendlichkeit. Ey, wie dämlich ist der denn? Der ist bisher der leichteste Boss von den ganzen. Diese letzte Aktion hat den Unterschied gemacht. Hm, dass du mir solchen Ärger bereiten würdest, aber ich bin noch nicht fertig. Das hast du nicht erwartet, hm? Immer noch grün hinter den Ohren? Ja, los geht's. Hä? WTF, was los? Ram, okay. Was? Wieso zieht er so viel ab, das scheiß Teil? Okay, warte. Okay, ich muss diesen Kampf verlieren. Das, du kannst nicht mehr kämpfen. Die Dino-Karten deiner Dino-Pistolen sind weg. Meine Karten? Du bist ganz schön stark. Sie sind alle verschwunden. Du hast wohl gewonnen. Hm, um dich brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Aber, jetzt wissen die Dinosaurier nicht, wie es mir geht. Was redest du denn da, Mike? Zoe, bist du das? Die Schlacht ist verloren und meine Dino-Karten auch. Keine Sorge, deine Dino-Karten sind sicher im Dino-Raum verwahrt. Und außerdem... Hast du Reese vergessen? Sie ist die schlauste Wissenschaftlerin des Dildo-Labors. Ich habe eine Methode entwickelt, Karten ferngesteuert zu übertragen. Und das mache ich jetzt. Deine Dino-Karten wurden soeben vom Dino-Labor übertragen. Aber meine Karten allein reichen nicht. Ich muss die Dinosaurier wissen lassen, was ich denke. Hä? Was faselst du denn da? Hast du schon aufgegeben? Was geht hier vor? Super Saiyajin vielleicht? Meine Dino-Pistole leuchtet. Nein, halt! Nicht die Dino-Pistole, sondern... der Stein! Fürchte dich nicht, Mike. Behaupte dich und kämpfe noch einmal. Unsere Herzen sind für immer vereint. Alles klar, ich meine, okay. Alles klar, Seth. Wir sind hier noch nicht fertig und diesmal verliere ich nicht. Hm, wie interessant. Die Kraft des Dinosaurus ist stärker geworden als zuvor. Vielleicht dieses. Dieses Mal lasse ich dich gehen. Mal sehen, ob du stark genug wirst, um mich zu herauszufordern. Warte mal, eine Sekunde. Machst du dich etwa aus dem Staub? Hm, hier, nimm das. Das Steinfragment gehört dir. Leb wohl. Ich nix verstehen. Aber wir sehen uns im nächsten Part. Mike, bist du in Ordnung? Hm, dein Freund ist aus anderem Holz geschnitzt. Klar, er ist ja auch mein Freund. Mike würde niemals gegen jemanden wie dich verlieren, hab ich aber. Hm, vielleicht hast du ja recht. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Mike, der sah aber richtig stark aus und ist wirklich alles in Ordnung mit dir? Ehrlich gesagt, habe ich das erste Mal verloren. Aber dann hat meine Dino-Pistole angefangen. Sag mir nicht, dass deine Dino-Pistole auch auf einmal angefangen hat zu leuchten. Ah, wir haben eine Übertragung von Reese. Mike, Max, was habt ihr mit euren Dino-Pistolen gemacht? Oh, du bist es, Zoe. Was meinst du, hätten wir mit unseren... Das hat für helle Aufregung hier im D-Labor gesorgt. Wir werden euch im D-Labor informieren. Beeilung jetzt. Ursula, Seth, diese Aufgabe war selbst für euch zu viel, hm? Ich nehme an, es war mein Fehler, diese nervigen Kinder zu unterschätzen, hm? Verzeihung, Dr. Seth, aber diese Belger haben nun 6 der 7 Steinfragmente. Hehehe, aber ich habe den perfekten Plan, damit sie uns die Fragmente bringen. Hehehe, nichts kann mich von der Weltherrschaft abhalten. Hachachachach.
die Vorbereitung zum letzten Kampf. Ich rufe euch alle auf die Sobald alle Steinformatten in meinem Besitz sind, gehört die Welt mir. Ja, böser kleiner Opa, du hast nicht genügend Liebe bekommen. Was du nicht sagst, haben deine Dino-Pistolen geleuchtet und wurden leistungsfähiger? Ja, es war, als ob sie auf unsere Gedanken reagiert hätten. Hier im D-Labor haben wir eine starke Reaktion ihrer Dino-Pistole festgestellt. Die Aurawellen der Steinformette wurden genau im selben Moment stärker. Dadurch konnten wir die Aurawellen nachverfolgen. Dann weißt du also, wo sich das Steinformette befindet, das die Alpha-Gang gestohlen hat? Wir versuchen es zu lokalisieren. Ich möchte, dass ihr zwei mit den anderen in mir... Wieso soll ich mit den anderen hier reden, Mann? Wir versuchen, dass die Aurawellen daran schuldet, dass der Kometenzorn der Erde gelenkt wurde. Die Gang war hier hinter dem Steinformat her. Achso, die Gang war hinter dem Steinformat her, um die Erde mit dem Kometenzorn zu zerstören. Die Dinosaurier wurden vor 65 Millionen Jahren an einem 10 Kilometer breiten Meteoriten vernichtet. Dreimal so breit, Kometenzorn ist ja das einmal passende Name. Das ist ja schrecklich, der Kometenzorn ist auf direkt zu... Ja. Wir haben entdeckt, dass die Aurawellen im All gesendet wurden. Die Aurawellen werden zu einem gigantischen Meteor gesendet, der 30 Kilometer Durchmesser hat. Dieser Meteor ist bekannter unter dem Namen Kometenzorn. Wir haben die Lage der Gestohlenen von mit der Hilfe ihrer Aurawellen auswendig gemacht. Sie sind in der Antarktis. Verstehe, dann versteckt sich die Alpha gegen der Antarktis. Yay. Erstaunlich, vielleicht können die Aurawellen Auskunft darüber geben, was eigentlich vor sich geht. Das bedeutet, Murmel, wir kommen nie weiter, wenn du immer so rumschnuschelst. Dr. Ries ist wirklich ganz schön, Max, Mike, bitte hilft uns, die Kometen zu aufzuhalten. Der Tod soll nicht noch einmal diesen Planeten besuchen. Ihr müsst uns helfen. Schon wieder diese Stimme? Ja, das war die gleiche Stimme wie in meinem Traum. Aber dieses Mal ist es kein Traum. Wer könnte es sein? Und wo kommt diese Stimme her? Mike, das war der Stein. Vielleicht hast du recht. Mal sehen, was Ries davon erhält. Ich frage mich, wo Ries ist. Hey, Papi, wo ist Ries? Ries versucht herauszufinden, ob der Kometenzorn wirklich auf die Erde trifft und ob die Aurawellen des Steins irgendwie im Zusammenhang stehen. Diese Stimme hat uns gebeten, die Erde vor dem Kometen zu beschützen. Ich wette, der Komet und der Kometenzorn sind dasselbe. Worüber redet ihr zwei denn bloß? Papi, warum interessiert sich die Alpha-Gang so sehr für diesen Meteoriten? Ja, wenn sie den Kometen auf die Erde lenken, müssen sie die Konsequenzen tragen, oder? Das ist ein Argument. Wir sollten Ries davon erzählen und... Oh nein, wie furchtbar. Ich konnte Zoe nicht finden, also ging ich in ihr Zimmer. Dort fand ich diese Nachricht. Eine Nachricht? Was steht drin? Ich habe eure süße kleine Zoe. Bringt mir alle Steinformette und sie bleibt am Leben. Ihr wisst, wohin ihr müsst. Ich freue mich auf euren Besuch. Hochachtungsvoll Dr. Seth. Die Alpha-Cyber-Soldaten müssen sie klammheimlich entführt haben. Wir müssen sie retten, Max. Sie mag zwar ein Großmaul sein, aber sie ist unser Großmaul. Los, wir müssen Zoe retten. Es wurde dramatisch. Ich dachte, wir sollen auf den Weg zum Südpol machen. Ganz schön weit vom Eurotown. Wir haben eine Übertragung vom Ries. Hier spricht Ries. Um zum Südpol zu gelangen, müsst ihr den Teleporter benutzen. Ihr findet einen im Osten der Stadt. Alles Paletti. Okay, Mike, lass uns Richtung Osten ziehen. Genau, Max, darum können wir Lord Rea. Wir können endlich nach Osten, okay, und du? Jetzt frage ich mich, was wir als nächstes finden sollen. Und du, Dino-Mann? Eine Wi-Fi-Connection oder was? Okay. Restaurierungsraum. Erstmal alles hier restaurieren. Warte mal, ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt machen kann. So neue Dinos freischalten. Ich gehe mal gleich zu dem Ort, wo man das machen kann.
Wenn das jetzt geht, dann zeige ich euch das kurz. Den haben wir schon, also weg mit dem auch gleich. Nein! Jetzt kommt das mysteriöse Fossil. Ich glaube aber, dieses Dino habe ich schon irgendwie. Du bist fast fertig mit dem. Ja, ich bin sag jetzt nochmal da. Ja, komm, beeil dich. Beeil dich! Ich hab kein Bock mehr. Willst du mich gerade verarschen? Wieso das auf einmal wieder? Dieses verfickte Dino, das ich 20 Mal bekommen habe. Schicke so schnell nach Hause. Zurückschicken. Ja. Zurückschicken. Ja. Also. Mein Carnotaurus ist erwacht. Was ist mit dem Dino passiert? Okay, das sind die Dinosaurier, die ich bekomme. Centrosaurus und dieses komische Dino. Was ist das jetzt? WTF? Hä? Ich habe jetzt zwei Carnotaurusse? Wieso ist das Level 28? Ich will es mitnehmen. Ich nehme es mit. Dinosaurier mitnehmen. Warte mal, ich verstehe jetzt nichts mehr. Habe ich das Dino jetzt in mir? Ach so, die sind jetzt alle da drin, diese Kackviecher. Dino-Raum. Dino mitnehmen. Ich nehme Zibi mit und den Bernd, weil ich keinen Bock mehr habe, irgendwie jetzt trainieren zu gehen. Warte, muss ich deren Aktion jetzt auch wieder alles machen? Wenn ja, dann habe ich keinen Bock mehr. Boah, wie viel Level ich ihn dann leveln muss. Boah, wird. Oh. Wieso? Bearbeite die Dinos, die Aktion festlegen. Festlegen, Aktionen. Durchdringungsschlag. Festlegen, Superaktion. Kraftsturm. Ach, tut mir leid, Leute, dass ihr euch das jetzt alles ansehen müsst. Ach, Leute. Geheimnisvolle Luft. Festlegen, Superaktion. Ey, muss ich das jetzt für alle machen oder was? Boah, Leute, dieses Spiel. Oh. Ach, wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach in diesem Part. Tut mir leid, wenn ich das jetzt, wenn ihr das ansehen müsst. Boah, ich habe gerade solche Aggressionen. Edgar schützt sich vor einer Niederlage bis zum nächsten. Ja.
Mann, oh Mann. Boomeranghorn hatte ich. Und da hatte ich. Da hatte ich Sandkraft. Ich hatte bei ihm Nebelschwert. Ja, Nebelschwert. Super Aktion beim Bermuda-Dreieck. Leute, es tut mir wirklich sehr leid, dass ihr euch diese Scheiße euch an... Meint es dein Dinosaurier ja ernst? Oh! Okay... Also, ich muss wieder kämpfen bis zum geht nicht mehr. Was soll das denn für eine Scheiße sein? Ach, okay, wir sehen uns im nächsten Part. Auch tut mir leid, wenn der Part auch so lang und kurz ist. Okay, weiter geht's. Ich habe nachgeschaut. In die Antarktis teleportieren? Ja. Teleportiert in die Antarktis. Kapitel 4. Ein Kräftemessen in der Antarktis. Wie viele Kapitel gibt es eigentlich? Polarstelle. Hör zu, Max. Wir geben der Alpha-Gang nicht ohne weiteres die Steinfragmente. Ja, wir retten so, wir nehmen die Alpha-Gang und hoch und holen uns die letzte Steinfragment. Max, Mike, wir zählen auf euch. Bitte rettet Zoe. Verstanden. Lass uns gehen, Max. Ich bin dabei, Mike. Wer du bist? Wir bereiten uns eine vorläufige Untersuchung vor. Wir hören einen Zweig, das ist ja. Dennoch frage ich mich, wenn wir einen Zweig errichten, wird wirklich jemand vorbeikommen? Vielleicht nicht. Es gibt Gerüchte um, dass die Alphagang die Schwester von... Ja. Baryonyx. Carnotaurus. Ob ich das jetzt schaffe mit ihm? Keine Ahnung. Aber irgendwie zieht er schon viel bei den Gegnern ab. Ich krieg noch so wenig Erfahrungspunkte, obwohl ich... Okay, ich werde leveln gehen und das werde ich jetzt beim letzten Part so hinzufügen und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.